So, Ciao. das ist ja leider, also, was heißt leider, ist halt eine Malignie, aber eine einfache Entscheidung. Ja, wir sind ja auch Underdog. Ach so. Das ist eine ficke Hand. Ja. Besser, ja. Man spielt ja immer den Nobel zuerst, oder? Ja, der soll Ja. ja wachsen. Wachse, wachse. Ja. Unser Gegner spielt Unexpected Results. Wer weiß, was die Karte macht? Deckt, shuffelt und deckt irgendwas auf und du kannst ins Spiel bringen, ne? Sehr gut. Hausaufgabe gemacht. Hier kriegst du eine Belohnung. Na, Sind alle. Pech. Pech. Ist ja auch der schwarze Gegner. Schwarze oder die Hand? Erstmal Hymne. Ach so, eine Hymne, ja. Oh. Du kommst an meine prophetischen Fähigkeiten heran. Ist eigentlich dieser Prophet hier? Na, aber Wow. rein da, oder? Die gesamte Hand einfach leer spielen. Und dann Infest. Nee, Plexon sie nicht. Oh, der Pechner. Er denkt sich jetzt aber bestimmt auch. What? Na, und dann ruhen wir uns auf Schreien aus, ne? unserem Schrein aus. Ja. Oh ja. Der Was gute zeigt schwarze der? Gegner macht noch. Plains. Och, das ist ja auch schwarz-weiß. Oh, was? Aber der hat Aber das der. schlechte schwarz-weiße Deck. Na, er hat wahrscheinlich das Midrange-Value-Deck. Ja, hat Der andere wahrscheinlich. hatte das Agro-Deck. Das Deck, was dann im Krass, Notfall auch zwei mal leer macht. Schwarz-Weiß-Drafter. Kann doch niemals richtig sein. Schwarz-Weiß ist eine beliebte Farbkombination. Aber es ist eine. Nee, im Cube ist es eine sehr, sehr mittelmäßige. Und damit meine ich unterwältigende Farbkombination. Ja, aber er Das hat ja von da habe ich der. Genau, nicht er hat ja von der Glitter gegen gesprochen, geredet, nicht ne? von der Stärke. Was ist das jetzt? Irgendwas mit Oh Quecksilber. Gott, Toxic Deluge, ja. Oh. Wow. Ich würde sagen, wir sind auch Quantum Locked. Wow. Na, in 15 Türen. Ich spiele den noch Spielst aus. du denn eben? Du willst nicht noch eine Hymne laufen? Also wenn er jetzt Bauzi spielt, weil er denkt, dass ich was Ja, haben könnte, finde ich das okay. Ja, okay. das ist schon richtig. Ah, okay, Du hast aber fair. gut, dass du bestraft bist, Tom. Was heißt denn bestraft? Nein, du hast ja recht. Nee, eigentlich nicht. Was? Aber wie, wow. Das ist schon gut, was er da macht. Ich würde sagen, dass die Abfolge relativ überzeugend war. Aber wir haben ja nur noch 15 Runden. Ja, ich meine, das muss er erstmal handeln, das Ding, ne? Na, Lilly halt. Oh. Sie sagt dann einfach, wie wär's, wenn du so einen Schrein hast? Oder ein paar Mountains? Na, dann sammeln wir halt die Marken. Naja, Danach meine wir ich. können sie halt nicht auslegen, weil ansonsten wird er sie einfach auf den anderen Pile tun. Wir können Ja, sie aber schon auch klar, nicht auf dass wir der dann Hand einen. behalten, Ja, weil sonst werden ich sie weiß. Ja, discarded, wir ziehen ja dann drei Mountains, ja. Ah, er hat den ne? Sorin. Er hat auch die Waterfall mit Na discarded. klar, braucht er nicht mehr gegen uns. Aha, Ah. gut, dass du. Auf wie vielen Leveln es richtig gewesen wäre, diese Karte zu spielen? Welche Karte? Das Land. Ach so, nee, nee, Wenn das Gras-Verdikt gekommen nee. wäre? Oh mein Dann ist es auch noch Gott. egal. Warum schießt du nicht den Token ab, bevor du discardest? Ach so. Weil wir jetzt aufgeben. Ach so, das sehe ich ein. Ich glaube, wir können Naja, okay, ja. das will ich trauen. Ja. Ja, na klar. Okay, wer von euch rechnet jetzt unsere theoretischen Chancen auf den Sieg aus? Ich Sein Deck ist nicht announce. gut. Er hat What? halt schon alle Tools, die er braucht gegen uns. Das ist ja egal, wie gut er gegen andere Decks ist. Ja, Diese sieben okay. Karten alleine wrecken Besiegen uns. uns Ja, allein. okay. Ja. Im Schnitt. Also, jede dieser Karten macht halt infinit viel gegen uns. Ja. Wollen wir einen Sparkmage? Nee. Ich meine, um sowas wie Sorin-Token zu handeln. Eigentlich will ich gar nichts davon. Lilly-Futter. Obwohl, wir haben Token. Dual Caster mit unter euch nicht. Nee. Kopierst du Hymne vom Gegner? Ja. Ein bisschen spät. Bombarden. Ich glaube, hier wollen wir irgendwie Muskel kaufen. Das soll, Aha. ich glaube, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, irgendwas Großes, Dickes auf den Tisch zu legen. Okay. Ja, da wird nicht gelacht. Aber weißt du, wirklich? Also einen Dualcaster mit rausnehmen, finde ich irgendwie nicht Na, gut. was sollen wir denn kopieren? Das Toxic Deluge zum Beispiel. Ich finde ihn Oder nicht auch einfach gut. ein Burn-Spell. Findest du nicht gut? Mhm. Okay. Smart Mage finde ich auch noch okay, aber was wollen wir da rausnehmen? Hier unser Mockfanatic. Naja, der ist gegen Lilly schon ganz gut, ne? Der Mockfanatic? Ja. Ja, wenn er uns Ja, dass er halt beschützt, dass er die anderen Sachen beschützen kann. Also Tempest wäre Mad nett, Gift aber nicht, ja? Skills sind, Ja, glaube ich, Mad nicht so Gift gut. Skills raus und Bombarden wieder rein. Ja. So, ne? Und was ist, also, weiß nicht, ist der Mastiko wirklich besser als Tempest Vengeance? Also was gerade wirklich am Ende noch mal 10 Damage, also 12 dann, Ja, klar. na klar, Weil wir dreimal damit enttappen. Probieren wir es nochmal. probieren wir es nochmal, ja. Sehr gute Starthand.
das war aber echt. Ich glaube, noch niemals wurde jemand irgendwie so verstört. Call. Ich bin mir, also, wenn man sein Deck nimmt und eine bessere Starthand machen würde, würde man, glaube ich, nicht auf mehr kommen. Ja? Also, es wäre genau das. Achso, du meinst er, wenn er sich auch so könnte. Ich glaube, er würde genau Hymne into Deluge into Lily into Sorin machen. Was ja gut ist. Und hat er sich gut gemacht. Aber das sieht doch eigentlich ganz fair aus. Ja, das Toxic nimmt uns halt immer noch ran. Aber wenn wir ihn bis dahin so auf 10 gebracht haben, ist das ja fair. Ah. So, wir wollen das Command nicht. Mhm. Einfach die beiden Kreaturen nicht. Und hoffen, dass es reicht. Boah, echt? Na, wir können halt jetzt pumpen, dann kriegt er nochmal 6. Auf den Reckoner würde ich nicht verzichten wollen. Aber der andere sind halt 3 Schaden. Obwohl der natürlich weak ist gegen... Also wir haben ja eh schon das Board, das heißt, er muss eh sein komisches Deluge hitten. Und wir wissen, dass er eine Wallops um uns hat. Vielleicht ist doch der Reckoner... Weil dann brauchen wir noch zweimal durchkommen. Ja, sind dann auch 8 Schaden auf der Hand bereits. Ja. Sicher. Ich meine, wenn er die Lusche hat, wir spielen jetzt eh nicht den Reckoner. Ja, ist richtig. Und so haben wir eigentlich noch ganz gute Chancen einfach. Mhm. Wenn er jetzt nicht abräumt, sagen wir, wenn er jetzt leer liegt, ist er ja eigentlich sofort tot. Das heißt, die einzige Chance, die er hat, ist ja jetzt 2 zu bezahlen. Dann geht er auf 10. Was, wenn er Hymne spielt? Dann spielen wir Lightning Bolt. Ja, das macht er leider auch. Okay. Ha, der Glückner. Oh, der kannst du sogar selbst abschießen. Aber warum haben wir jetzt den Bolt-Interfteur nicht gespielt? Warum denn? Jetzt halt nicht wegen Mana-Effizient. Naja, doch, wenn jetzt eine Hymne kommt. Ja, dann... Oder er nicht mal doppelt schwarz. Also, wenn er jetzt irgendwas... Also, das kann nicht richtig gewesen sein, ihn nicht zu spielen. Was ist denn der Grund jetzt, der Schrein oder was? Das kann nicht der Grund gewesen sein. Also, du kannst einfach sagen, wenn du jetzt 6 Rote hast. Ich habe 6, aber ich hätte ihn noch nicht mal im Kopf. Was ist denn, wenn er jetzt irgendwas legt, was er wegmachen müsste? Wir haben 8 Schaden auf der Hand, wir werden auf keinen Fall auf seine Kreaturen schießen. Mhm. Ja, ich muss aber ehrlich sein, Anton, ich war auch nicht in dem Modus, den Bolt jetzt zu spielen, aber im Nachhinein sage ich, ja. Ich also, wenn er jetzt Hymne macht, hast du recht. Gott. Wenn nicht... Ich habe auch immer, nee, ich muss auch davor schon recht gehabt haben, auch mit dem Hymnen-Szenario. Ah, siehst du, ich stehe mal vor Link Factors. Na, ist auch egal. Ja, und dann was? Dann ignorieren wir den Factors. So, jetzt habe ich ihn auf 8. Ja. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie eine Kreatur sterben lassen. Das geht auch, wenn wir nochmal enttappen dürfen. Ja, wir müssen, also das ist, ich meine, im Schnitt. Und er darf jetzt nicht Swag das klingen. Oh, ja, aber der Blitz hätte keinen Unterschied gemacht. Mhm, mhm. Nee, wirklich nicht. Ja, yeah. Ja. Wirklich nicht? Ja, ja. Wirklich? Ja. Das klingt überhaupt nicht so, als ob du mir recht gibst. Siehste? Siehste was? Keine Ahnung. Ja. Sieh doch mal was. Oh, jetzt geht er auf 10. Oh. Wenn wir jetzt den Blitz nicht händen, können wir den Ajani nicht händen. Wir händen doch nicht Ajani. Was willst du denn machen? Ihm 3 ins Gesicht brennen und hoffen, dass wir... Ja. Ja, wir müssen wahrscheinlich Ajani händen. Oh mein Gott. Chance haben wir nicht. Wir können nichts. Wir haben nicht das 2 Mana, aber 2 Mana. Hat der gerade 7 Lebenspunkte bekommen? Oh, ist das bitter, ey. Ja. Oh. Aber wir haben keine Chance, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Angel's Mercy. Apparently it's good. Thank you. Naja. Angel's Mercy plus Mind Rot. Ja, genau. Wir müssen jetzt gerade 2 Mana. Naja, davon ausgehen, dass wir ihm das eh ins Gesicht geschossen hätten. Ja, dann hat er... Ja, genau. Ja, okay. Das halt. Und davon ausgehen. So. Wie wär's denn mit einem schönen Schrein? Bitte, bitte. Können wir nicht spielen. Ja, ich glaube, gegen den haben wir 0 Hoffnung. Ja, nimm mal 2. Gut, er hat halt... Jetzt kommt noch Baneslayer Angel. Er hat halt auch genau nur diesen einen Turn gehabt. Das ist schon bitter. Aber warum braucht er denn grün? Factors Splash. Kitschwings. Nehmen wir das aus. Okay. Versucht man da jetzt erstmal die Token abzuschießen? Nee. Man hittet Woggy von oben. Selbst und danach Bones bitte. Mit dem Blatt. Irgendwie. ja, schade.
Ist Treasure Cruise eigentlich ein Ding? Weiß ich nicht. Er hat sich doch da ein Anti-Deck gebaut, ja. Oh, was? Naja, der hat bestimmt nicht noch Non-Creature-Spells, wie zum Beispiel den Green Souls. Oh. Oh. Okay, den Value will er also nicht. Finde ich auch nicht gut. Fire Blast, ja gut. Naja, hat er offensichtlich jetzt... Vielleicht hat er einfach noch zwei Non-Dings auf der... Ja, er hat doch kein... Oh. Oh, da sind wir doch noch. Oh. Ich close. Ja. Aber haben wir noch Burn Spells? Nee. Doch, wir haben noch Firebolt. Recht genau. Wir haben auch noch. Also wenn wir. Nee, mehr haben wir nicht. Also wir möchten, dass er jetzt erstmal noch ein Creature Spell rausbastelt. Ja, ja, klar. Also der ist natürlich auch ein guter Creature Spell. Oh, come on. One time. Ja, also ich bin jetzt auch mal für One Time. Sonst bist du ja eher reasonable, was er angeht. Ja, ne, jetzt bin ich investiert. Ja. Emotional. Equipment ist nicht so gut. Firebolt. Come on. Ah. So close. Das Pech des Vogels. Er kann zum, auch das Edikt noch nicht mal flashbacken, also... Wenn er jetzt keinen Spell hat... Haben wir noch einen Zug, ja. Er hat aber auch kein Land. Jetzt hat er ein Land. Oh, okay. Immer gut. Nochmal! Come on! Hit me! Das war's, ne? Hm. Ja, schade. Na gut. Ja, war nicht so erfolgreich, war? Aber es war auch die nicht so schöne Variante zu verlieren mit dem Back. Zweimal gegen... Schwarz-Weiß. Gegen Schwarz-Weiß. So quasi wahrscheinlich einfach... Die Antithese ist zu unserem Deck. Ja. Achso, wir haben noch Ding. Ich glaube, wir hatten wir nicht. Wir hatten nur Firewall. Also Schwarz-Weiß ist wirklich so wie jemand, den niemand leiden kann. Der einem aber auch nicht leid tut. Das stimmt nicht. Also doch, Mono-Rot doch. Ist doch derjenige, den niemand leiden kann. Ja, aber Mono-Rot hat einen Platz in der Gesellschaft. Achso, Schwarz-Weiß ist der Außenseiter. Ja, aber der böse Außenseiter. Achso. Da fällt mir jetzt leider kein passender Vergleich ein. Ja, schade, da gibt es bestimmt einen. Aber also, dieses Schwarz-Weiß-Deck ist doch sehr gut gegen alles andere, was Kreaturen spielt. Unfair. Also. Ja, aber im Schnitt macht Katis das ja nicht. Na doch, also dem gibt's schon. Hast du also, selber gesagt. Mir würde jetzt kein Deck einfallen, was gegen diese Form von Karten eine gute Chance hätte. Ja, vielleicht bin ich zu emotional. Ich glaube auch, dass du emotional bist. Ich beschimpfe meinen Gegner, den Gegner gerade innerlich. Dass er ein Noob ist und ein schlechtes Deck hat. Ich finde es. Also ich fand es sehr schön, dass wir noch ein sehr spannendes Spiel hatten. Ja, das stimmt. Ja, die Spiele waren alle spannend. Also sag mal, Mono-Rot ist brainless, aber wir hatten echt viel zu nachzudenken und mitzufiebern. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Joffy. Oh mein Gott. Dass Johnny zu oft recht hatte. Das passt nicht. Nice. Ja, aber das gönne ich ihm. Na siehst du, dann hat jeder mal das geschafft, was er sonst nie hat. Ja, großartig. So, dann... Nächste Woche, ja wie gesagt, ich glaube nächste Woche gibt es dann schon FKK. FKK? Heißt, FKK. Ist das das ist die offizielle Abkürzung. Ja. Das wissen die auch in Amerika Kans, nicht. Kans. Nee. Ja, dann gehen wir an den FKK-Strand. Genau, dann tschüss. Tschüssi. Tschüss.